Herzlich willkommen um 11.33 Uhr. Heute nicht aus dem Dreischeibenhaus, sondern aus einem schönen, an sich grünen Fleck. Und den wollen wir noch ein bisschen grüner machen. Darüber reden wir mit unserer Baumaktivistin Mareike hier in Hürth bei Köln. Mareike, erzähl mal, du hast neue Pläne hier. Was geht ab? Ich habe neue Pläne, weil ich wohne ja direkt neben dem Spielplatz hier und der ist, erscheint mir immer so ein bisschen trist, nur mit Gras und Büschen. Und deswegen habe ich letztes Jahr angefangen, aber leider erfolglos, den zu begrünen, weil ich ausgesät habe und dann war es ja so trocken und ich habe zwar gegossen, ist aber nichts geworden. Und jetzt habe ich hier ein neues Beet gemacht und da habe ich jetzt vorgezogene Pflanzen. Also die schon vorher in Töpfen waren, die habe ich dann eingepflanzt und habe angefangen, selbst auszusehen, in Töpfen auszusehen und das einzupflanzen. Und das fängt jetzt an, erfolgreicher zu werden. Okay, was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, dass der ganze Spielplatz bunt und farbig ist mit Blumen und Beeren oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall, dass der ein bisschen fröhlicher aussieht. Ein bisschen fröhlicher aussehen, das ist Ja. das Stichwort. Die Ja. sehen ja in Deutschland immer alle so aus, ne? Aber da gehst du jetzt ran und willst Beispiel sein auch. Ja, ich möchte Beispiel sein und ich möchte auch eben die Kinder dann ermuntern, auszusehen und die Pflanzen zu gießen oder die Bäume zu gießen. Und das kann man ja, in erster Linie macht es ja mehr Spaß, wenn es schön aussieht, ne? Ich meine, das lockt ja einfach die Leute. Aber das ist ja so eine typische Fläche hier, die sieht ja so ein bisschen trist aus, ne? So ein Ja. bisschen zugewachsen hier. Ja. Und der nimmst du dich jetzt an. So, was sind so die ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte war, dass ich ein paar Pflanzen eingepflanzt habe und dann habe ich eben hier zum Beispiel Brunnenkresse. Leider blüht die jetzt, die blüht ja nachher ganz schön orange, die blüht noch nicht. Die habe ich in Töpfen vorgezogen und dann ausgesetzt. Und na, da muss ich die natürlich jeden Abend begießen. Da oben sind schon noch ein paar Töpfe, wo ich auch noch schon Pflanzen züchte. Und daneben ist die Bienenwasserstelle. Wasserstelle. Was machen die Igel? Die Igel haben hier unten ihre Wasserstelle und werden abends gefüttert. Okay. Ja. Die kommen auch immer da so. Die kommen, tap, 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 kommen die dann an. Wenn ich so meinen letzten Spaziergang mit Lucy mache, dann sehe ich die Igel. Und jetzt haben aber auch, dass ich ganz toll finde, mehrere Leute hier in der Nachbarschaft haben auch also so Igel-Wasserstellen und Igel-Futterstellen gemacht. Und damit die Igel einfach besser versorgt sind. Ich sehe da ganz hinten, da sehen wir hier auf der Mauer, hast du auch was Ja, aufgestellt? da habe Das ich auch für die Vögel Wasserstellen aufgestellt. ist eine gute, ne? Es macht mir aber einfach auch Freude. Und es hat auch noch einen ganz tollen Nebeneffekt, man kommt mit den Nachbarn ins Gespräch und ermuntert die dann auch mitzumachen und lernt die erstmal richtig kennen. Und das finde ich einfach klasse. Du gehst ja quasi hier auf öffentlichem Grund. Das ist jetzt nicht, wo du sagst, ich mache nur meinen eigenen Garten, den hast du ja auch, sondern sagst, du engagierst dich hier. Ja, aber hier ist ja, also von der Stadt Hürth kommen ja immer hier Gärtner, die also hier das mähen oder sich sonst um die Sachen kümmern. Und mit denen bin ich ja auch im Gespräch. Und zum Beispiel, als jetzt da drüben wurden dann junge Bäume gepflanzt, da habe ich dann auch mit denen gesprochen, dass ich die dann am Wochenende gieße. Die werden dann nur in der Woche gegossen. Und das sind total nette, engagierte Leute. Die finden das natürlich klasse, wenn hier Leute in Hürth auch was machen, ne? Das Ziel ist, das ist dann hier irgendwann richtig bunt. Ja, nächstes Jahr hoffe ich dann, machst du nochmal einen Film und dann ist es richtig bunt, ne? Aber wir werden das vorher nachher machen. Ja, jetzt ist erst noch vorher, ne? Ist ja jetzt noch nicht so optisch so ansprechend, ne? Es gibt ja zum Glück immer mehr Initiativen. Auch in Düsseldorf gibt es das jetzt, dass die betonierten Schulhöfe auch aufgebrochen werden sollen. Da soll auch Grün Ja, entstehen. habe Das ich ist ja eine gelesen, ja. positive Entwicklung, ne? Ja, ich finde das total klasse. Und vor allen Dingen ist es für die Kinder bestimmt in der Schule toll, auch einfach so einen Schulgarten anzulegen, mitzuarbeiten. Also ich bin quasi in einem Schulgarten groß geworden. Mein Großvater hat noch in der Schule gewohnt und da war gerade meine super süße Nachbarin. Und Hallo Nachbarin. ja, und da war ein Riesengarten, der zur Schule gehörte, wo eben auch dann die Schüler mitgearbeitet haben und ich als Kind auch quasi auch. Und das hat total Spaß gemacht und dadurch ist ja auch meine Liebe zur Natur entstanden. Was bedeutet Grün für dich? Leben. Leben, Lachen, Liebe, alles. Grün. Du blühst dann quasi auch Ja, auf. ja, ja. Wenn ich so entweder in meinem Garten rumwerkle oder eben auch spazieren gehe oder mich hier sehe, dass es einfach schön ist, ja. Du bist ja schon sehr lange dabei, ne? Es wird ja jetzt modern, du bist schon sehr lange dabei. Was würdest du jetzt Leuten zurufen, die auch so überlegen, was zu tun? So, was kann man tun? Fangt einfach an, mal Bäume zu gießen. Das ist ja schon der erste Schritt. Hier steht ja auch schon meine Gießkanne parat.
immer. Und da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen die Pflanzen hier gießen. Ja, gieß mal ein bisschen hier. So kleine Schritte dann, ne? Kleine Schritte. Und ich meine, es ist doch einfach toll dann zu sehen, wie der Baum vor dem Haus nicht vertrocknet, sondern aufblüht, ne? Finde ich klasse. Und da kann man ja dann mal anfangen, vielleicht die Baumscheibe zu bepflanzen oder einfach sich zu kümmern und keinen Müll wegzuschmeißen. Du sammelst Müll auch auf hier. Sammelmüll, ne? Ja. Aber es ist schon viel besser geworden. Weil viele indirekt die Leute ein bisschen erzogen dann auch. Wenn sie dich sehen, ist ihnen das peinlich dann. Ich weiß es nicht. Also eigentlich habe ich ja noch nie jemanden gesehen, der offen so Müll weggeschmissen hat. Habe ich noch nie gesehen. Ich sehe ja immer nur so die Hinterlassenschaften. Aber ich sehe, dass eben jetzt auch hier in der Gegend viele Leute den Müll aufheben. Und das finde ich positiv. In den Großstädten könnte man ja zum Beispiel auch die Baumumrandungen, die hier oft sehr schäbig sind, auch mal anfangen, netter zu machen. Ich habe ja früher in Köln gewohnt und da hatten wir zwei Bäume vor dem Haus stehen und da haben wir die Baumumrandungen auch bepflanzt. Also es geht voran. Es geht voran. Mareike Müller, das werden wir weiter beobachten hier. Ja, also ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir werden vielleicht auch mal vorher wiederkommen. Ja. Ganz liebe Grüße hier und euch allen hier aus Hürth. Alles Liebe und wir bleiben dran. Tschö mit Ö.